Hi, Kratti hier. Der große Austausch und das ZDF mit seinem Background-Check dazu. Was ist dran? Gibt es eine größere gesellschaftliche Veränderung in Deutschland? Oder ist das alles eine rechtsextreme Verschwörungstheorie? Wir werden es erfahren. Vielleicht. Möglicherweise. Also, dranbleiben. Wenn es um Einwanderung, Flucht und Asyl geht, haben die Debatten darüber oft auch sehr hässliche Seiten. Nicht nur bei unangenehmen Familienfeiern, sondern vor allem, wenn man in die Social-Media-Kommentarspalten schaut. Ein bestimmtes Narrativ findet man immer wieder. Die Verschwörungserzählung vom großen Austausch. Das kommt aber nicht nur von anonymen Trollen auf Facebook. Ja, gut. Ihr beginnt mit irgendwelchen Einzelkommentaren von irrelevanten Internet-Accounts. Mal davon abgesehen, dass eure Beispiele von Instagram sind. Alle der gezeigten Accounts zusammen haben keine 100 Follower. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber warum ihr sie einblendet? Ihr wollt eure Zuschauer direkt am Anfang eures Videos dahingehend framen, wer sich wie dazu äußert, anstelle euch mit eurer eigenen Fragestellung zu befassen, nämlich ob eine bedeutende gesellschaftliche Veränderung stattfindet, die einige dann großer Austausch nennen oder eben nicht. Damit steht und fällt alles. Alles andere kann danach debattiert werden. Auch der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, kommentiert, liked und retweetet regelmäßig Posts, die an die Erzählung anknüpfen. Musks Beiträge auf seiner Plattform X, früher mal Twitter, werden von Millionen Menschen gelesen. Mit solchen Takes schafft er es immer wieder in die Medien und sorgt so auch für die Verbreitung der Erzählung. Ihr blendet Bilder ein und stellt es erstmal pauschal so dar, als ginge es um schnöde, krude Behauptungen. Warum geht ihr denn nicht auf den gezeigten Inhalt ein? Ihr habt doch das Geld und die Ressourcen, genau bei solchen Dingen umfangreich zu berichten. Aber anstatt einen Punkt zu entkräften, den ihr selber eingebracht habt, stellt ihr ihn als unseriös dar. Das gibt mir das Gefühl, als wolltet ihr gar nicht, dass darauf in irgendeiner Art und Weise eingegangen wird, weil das an eurem Narrativ rütteln könnte. Und das ist erbärmlich, insbesondere für ein Format, was einen Background-Check machen will. Denn dass unsere Regierung zum Beispiel mehrere NGO-Schiffe mitfinanziert, das ist ein Fakt. Unter anderem erhält United for Rescue mehrere Millionen Euro im Jahr. Im Vorstand der Ehemann der grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt, also Thies Grundlach. Und was unter anderem von Radio Genua dargestellt und von Elon Musk retweetet wurde, ist im weitesten Sinne das, was hier gerade im Hintergrund zu sehen ist. In dem Fall von 2016. Und was wir hier sehen, ist, dass NGOs mit ihren Schiffen vor die 12-Seemeilen-Zone an die afrikanische Küste fahren. Schlepper orten diese Boote in etwa so, wie wir es auch gerade auf dem Video sehen. Schlepper schicken dann zielgenau Migranten in Richtung dieser NGO-Schiffe, welche die Migranten dann aufnehmen. Aber anstelle wieder die wenigen Seemeilen zurück nach Afrika zu fahren, um die Menschen an Land zu bringen, geht es dann teilweise mehrere hundert Kilometer nach Europa, anstatt dort zu bleiben, wo diese angebliche Seenot entsteht. Und die Frage von Elon Musk, ob die deutsche Gesellschaft davon weiß, dass wir mehrere dieser NGOs mitfinanzieren, ist doch durchaus berechtigt, oder? Und ich wiederhole mich, fernab irgendwelcher Verschwörungsmythen, wie ihr das eventuell beschreiben würdet, findet das statt. Seit Jahren, auch gezahlt von Steuergeldern. Und dennoch geht ihr mit keinem Wort darauf ein. Aber schlimmer noch, implizit kritisiert ihr sogar, dass man das überhaupt benennt. Manchen ist sie vielleicht auch eher als Bevölkerungsaustausch oder Umvolkung bekannt. Danach werden Beispiele aufgezeigt, in denen Politiker solche Begriffe verwenden. Schön, aber warum befasst ihr euch nicht damit, ob und wenn ja was nun mit der Gesellschaft und einer möglichen Veränderung konkret ist? Also bevor ihr uns erzählt, wie andere in welcher Art und Weise etwas dazu sagen, was ist der Sachstand? Für die Menschen ist doch eher wichtig, wie ihre Lebensrealität aussieht oder wie sie sich verändern wird. Verschiebt sich das Gesellschaftsverhältnis? Steigt der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund? Wird die Gesellschaft diverser? Nimmt die deutsche Gesellschaft möglicherweise ab? Das ist doch Kern der Frage, worum sich am Ende alles dreht. Anstatt uns Politiker zu zeigen, könntet ihr direkt mit Quellen, Bildern und Inhalten darüber aufklären, ob an der Wahrnehmung vieler Menschen etwas dran ist oder nicht. Wird aber ignoriert. Ihr fokussiert euch lieber auf zweitrangige Dinge, die von der eigentlichen Frage, die Basis von allem sein sollte, ablenken. Ach so, damit das nicht untergeht. Ein Einspieler bezieht sich auch auf das Wort Ersetzungsmigration. Ebenso konsequent gegen ihre Ersetzungsmigration, den großen Austausch. Hier könntet ihr doch das Thema der sogenannten Bestandserhaltungsmigration der UN aufgreifen oder Ideen zu bestehenden Replacement- und Resettlement-Programmen benennen. Aber das würde vermutlich nicht eurer gewünschten Darstellung dienen. Oder? Deshalb analysieren wir in diesem Video, was genau in dem Narrativ drinsteckt, wo es herkommt und wo die Gefahren liegen.
Na, dann können wir ja gespannt darauf sein, ob ihr uns noch aufklären werdet, was an dem Thema dran ist oder nicht. Der große Austausch ist eine Verschwörungserzählung aus der extremen Rechten. Sie spielt in deren Strategie eine zentrale Rolle. Gut, dann stürzt ihr euch auf Beispiele, zum Beispiel aus der Literatur, also Akif Pirinci oder Renaud Camus, und versucht das Ganze einzuordnen. Ernsthaft. Ich muss mich wiederholen. Warum? Warum an dieser Stelle? Egal wie das Ganze nun genannt wird oder wer sich in welcher Form damit befasst hat, schafft doch erst einmal eine Grundlage und zeigt auf oder befasst euch damit, ob der Sachstand einer Bevölkerungsverschiebung, eines Austausches, einer Substitution oder wie auch immer ihr das nennen wollt, überhaupt real ist oder nicht. Aber ich bin ja lieb und um euch da ein wenig Arbeit abzunehmen, im Hintergrund läuft gerade eine reale Verschiebung der Bevölkerung in Deutschland. Und selbst Katrin Göring-Eckardt hat 2015 offen über das Was, über den Sachstand gesprochen. Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Und ja, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Damit meint sie ja nicht die Geografie oder die Ausdehnung des Landes, sondern sie spricht offen die Gesellschaft an. Reproduziert sie in dem Moment eine rechtsextreme Verschwörungstheorie? Oder redet sie womöglich über ein konkretes Was, einen Sachstand, in Bezug auf die Gesellschaft und ihre Veränderung? Erstmal die Basics. Die Verschwörungserzählung vom großen Austausch behauptet, dass das einheimische, das autochthone Volk in Deutschland und Europa ausgetauscht wird. Und zwar durch Menschen, deren Kultur nicht hierher passen soll. Hier wird erneut mit einem sogenannten Strohmann argumentiert. Und das, obwohl ihr die Basics definieren wollt, beziehungsweise ich glaube mittlerweile, ihr wollt das wirklich nicht tun. Denn es wird erneut der Grundstein des ganzen Themas übergangen. Nämlich, ob denn nun eine gesellschaftliche Verschiebung stattfindet oder nicht. Egal wie ihr das nennen wollt oder welche Bevölkerungsgruppen da möglicherweise involviert sind. Kein Wort über das Was. Über das, was Menschen wahrnehmen. Was ihre Realität abbildet. Ihr fokussiert euch auf Definitionen oder einzelne Worte. Die sind aber doch zumindest vor der Klärung, ob das alles überhaupt so stimmt oder nicht, komplett egal. Autochton ist ein Begriff aus der Ethnologie und heißt im Prinzip eingeboren. Das Wort wird im Zusammenhang mit der Erzählung ziemlich oft verwendet und gibt dir dadurch einen vermeintlich wissenschaftlichen Touch. Autochton ist ein ganz normaler Begriff und beschreibt eine ursprüngliche, eine angestammte Bevölkerung. Als wenn ihr den gleichen Begriff auch delegitimieren würdet, wenn es um Aborigines oder Maori ginge. Wie offensichtlich kann man denn bitte Doppelmoral an den Tag legen? Dieser angebliche große Austausch hat zwei Säulen. Die erste ist Migration. Fremde Menschen kommen in die westliche Welt und sind irgendwann in der Überzahl. Das behaupten zumindest die Leute, die die Erzählung teilen. Beim früheren AfD-Fraktionschef Alexander Gauland klang das 2016 dann so. Ernsthaft? Wollt ihr uns verarschen? Warum sollten wir jetzt irgendeinen Clip eines Politikers anschauen? Anstelle, dass ihr uns Daten zu eben jener Behauptung aufzeigt. Beispielsweise die Migration ab 2015 oder die Zusammensetzung der Gesellschaft in Deutschland im Zeitverlauf. Ich hab's nochmal eingeblendet. Hier sehen wir einen Teil der rechtsextremen Verschwörungstheorie visuell dargestellt. Aber nicht durch euch. Warum? Oder wäre hier nur eine Einblendung durch euch erfolgt, wenn sie dem Vorwurf der gesellschaftlichen Veränderung widersprochen hätte. Die zweite Säule der Erzählung sind Geburtenraten. Demnach bekommen die Einheimischen zu wenig Kinder, die Fremden zu viele. So sollen die ursprünglichen Völker dann irgendwann aussterben. Das alles soll von einer mächtigen Elite gesteuert werden. Okay, an der Stelle ignoriere ich eure Ablenkung mit der Elite. Dass wir in Deutschland bzw. in quasi allen Ländern Europas eine negative Demografierate haben, also unter 2,1 Kindern, ist ein Fakt. Denn jede Gesellschaft, die über einen längeren Zeitraum eine Geburtenrate von unter 2,1 Kindern pro Frau hat, schrumpft. Und dass die Geburtenraten in vielen Ländern, aus denen verstärkte Migration kommt, eine weitaus höhere Geburtenrate aufweist, ebenfalls, das ist auch ein Fakt. Wo sind denn eure Quellen dazu? Ach ja, und dass geringere Geburtenraten bei einer einheimischen Bevölkerung und höhere Geburtenraten bei einer migrierenden Bevölkerungsschicht dafür sorgen, dass der eine Anteil sinkt und der andere Anteil steigt und damit relativ größer wird, ist doch ebenfalls ein Fakt, rechnerisch. Und ich wiederhole mich, ganz bewusst, ich benenne hier einen Sachstand, sogar mit Quellen. Ihr tut das nicht. Warum? Immerhin ist das euer Background-Video aus einer Reihe von Faktencheck-Videos. Und warum? Die einen sagen aus purem Hass, um das deutsche Volk zu vernichten. Andere sagen, um die Macht der Elite dauerhaft zu sichern. Aber wie soll das funktionieren? Einige behaupten, da wo viele Menschen einwandern und sich fortpflanzen, würden leichter kontrollierbare Völker entstehen.
Das ist zwar ebenfalls ein Strohmann, aber ja, es entspricht dem Divide et Impera-Prinzip. Wäre die Frage, ob unterschiedliche Gesellschaftsgruppen mehr Reibungspunkte und Spannungen haben können, unter anderen Umständen nicht glasklar? In dem Kontext wird es aber wie eine wirre Sache dargestellt. Das wird wiederum ganz unterschiedlich begründet. Auf der einen Seite zum Beispiel mit einem angeblich niedrigeren IQ von muslimischen Migrantinnen und Migranten. Vorab, ich wüsste nicht, was das mit Muslimen als solches zu tun haben sollte. Ich will mich aber natürlich bei dem Thema auch nicht verbrennen. IQ-Maps und Rankings kann jeder in wenigen Sekunden im Internet finden. Und auch wenn das nur am Rande mit dem Thema zu tun hat, man kann auch einfach Bildungsrankings oder durchschnittliche Bildungsjahre vergleichen. Man munkelt, daran würde man sich nicht so schnell verbrennen. Und da Europa im Schnitt hohe Bildungswerte bzw. Bildungsjahre aufweist, müsste ein ebenso hoher Wert über die Zeit migrieren, um diesen Schnitt zu halten. Warum geht ihr darauf nicht ein? Es ist doch euer Argument, was ihr selber eingeworfen habt. Oder sollen die Behauptungen bewusst unbeantwortet bleiben? Auf der anderen Seite redet Camus zum Beispiel davon, dass Menschen, die entwurzelt wurden, leichter steuerbar sind. Dadurch, dass sie sich nicht mehr mit ihrer Heimat und Kultur identifizieren können, verlieren sie angeblich ihre Identität und damit auch ihre Selbstständigkeit und sind dadurch leichter zu kontrollieren, also zumindest in Camus' Vorstellung. Ja gut, also ohne auf die Aussage von Camus hier eingehen zu wollen, ist eh ein Strohmann-Argument. Gibt es nicht zig Studien und Programme, die sich genau mit diesem Thema der Identitätsfindung oder diesem zwischen den Kulturen, zwischen den Stühlen stehen befassen? Diese Menschen sollen dann von den Eliten nach Belieben eingesetzt werden können, zum Beispiel für den eigenen Profit. Wer genau diese Eliten sein sollen und warum sie so einen Austausch angeblich planen, auch da gibt es unter den Anhängerinnen und Anhängern der Erzählung unterschiedliche Ideen. Auf die schauen wir später im Video. Naja, für mich aber nicht unbedingt wichtig. Wir brauchen uns nicht mit Mythen auseinandersetzen, wenn wir uns harte Daten und Zahlen anschauen könnten. Und solange wir immer noch nicht die Ausgangssituation klargestellt haben, ist und bleibt alles Weitere erstmal zweitrangig. Die Begründung beim Thema Migration fußt auf etwas, was die Wissenschaft als kulturellen Rassismus bezeichnet. Aber was ist damit genau gemeint? Das ist eine neu ausgedachte künstliche Form. Hat mit Rassismus als solches erstmal gar nichts zu tun. Vollkommen unseriös. Da es hier um Wertekonstrukte geht, also keine physischen Merkmale, sondern sowas wie Werte und Normen, aber dazu gleich mehr. Björn Höcke sagt zum Beispiel öffentlich in einem Tweet, dass bestimmte Kulturen nicht vermischt werden sollen. In der Erzählung vom großen Austausch geht es immer wieder darum, dass Eingewanderte und Geflüchtete aus vor allem muslimisch geprägten Ländern angeblich nicht nach Deutschland passen würden. Und zwar wegen ihrer Kultur. Oft wird dabei kein Unterschied gemacht zwischen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind und Menschen, die sogar in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, aber einen Migrationshintergrund haben. Das nennen die Sozialwissenschaften dann kulturellen Rassismus oder auch Rassismus ohne Rassen. Anders als beim klassischen Rassismus wird da nicht in erster Linie mit biologischen Merkmalen wie zum Beispiel der Hautfarbe argumentiert. Beim kulturellen Rassismus geht es um Lebensgewohnheiten und Traditionen. Die werden als Argumente benutzt, um Menschen in Schubladen zu stecken. Es wird behauptet, dass etwas wie Traditionen so tief in den Leuten drinsteckt, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen nie wirklich aneinander anpassen können. Naja, ihr werdet Opfer eurer aufgeweichten Rassismusdefinition. Das Anerkennen von unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Normen, Werten und Traditionen ist kein Rassismus. Und dass unterschiedliche Kulturen mal besser und mal schlechter zusammenpassen, war bis vor wenigen Jahren auch kein Tabuthema. Helmut Schmidt zum Beispiel, Bundeskanzler von der SPD, sprach es ja offen aus. Der Mann hat manche Probleme mit Recht angesprochen und hat eine Diskussion ausgelöst, die dringend notwendig war. Wenn er sich beschränkt hätte auf das Problem des Zusammenpralls völlig verschiedener zivilisatorischer Traditionen, dann hätte er recht gehabt. Aus Tschechien ist problemlos. Zum Beispiel aus Österreich ist problemlos. Aus Italien ist problemlos. Es fängt an bei etwas östlicheren Gegenden. Mhm. Zum Beispiel Zuwanderung aus Anatolien ist nicht ganz problemlos. Mhm. Zuwanderung aus Afghanistan bringt erhebliche Probleme mit sich. Zuwanderung aus Kasachstan bringt Probleme mit sich. Mhm. Es sind andere Zivilisationen. Nicht wegen ihrer anderen Gene, nicht wegen ihrer anderen Abstammung, aber wegen der Art und Weise, wie sie als Säugling, wie sie als Kleinkind, wie sie als Schulkind, wie sie als Kind in der Familie erzogen worden sind. Und damit das nicht falsch verstanden wird, ich will hier keinen Schuldigen ausmachen. Darüber hinaus ist die Behauptung, dass das Zusammenleben nie funktionieren kann, erneut ein Strohmann. Es reicht doch bereits aus, wenn es weit unwahrscheinlicher ist, dass das gut gelingt, weil bestimmte Grundannahmen in den Gesellschaftsgruppen stark voneinander abweichen. Dann wird man das doch wohl thematisieren dürfen. Die Frage ist doch, lieber Jan, wenn du zum Beispiel kommende Woche nach Afghanistan, Irak, Syrien oder in die Emirate migrierst, was müsste passieren, damit du deine Tochter mit gutem Gewissen und das Scharia-Recht verheiraten würdest? Was in den dortigen Kulturkreisen Normalität ist. Mutmaßung, das würde eher schwerlich passieren.
Kannst du dir vorstellen, dass demgegenüber eine Person, welche aus dortigem Kulturkreis stammt, in dem die Scharia die Norm darstellt, sich wiederum schwerer damit zurechtfinden würde, deine Werte mit gutem Gewissen 1:1 zu übernehmen? Und das ist eine Frage, die sich nun einmal tendenziell seltener stellt, wenn du mit deiner Familie in eine Gesellschaft migrierst, in welcher kulturelle Unterschiede geringer sind. Und ehrlich gesagt komme ich mir affig vor, so eine Offensichtlichkeit dem ZDF näher zu bringen. Das, was Camus da sagt, heißt bei vielen Rechtsextremen auch Ethnopluralismus. Das ist eine Idee, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt. Damit ist gemeint, verschiedene Völker dürfen existieren, aber salopp gesagt, nur da, wo sie herkommen. Jein. Ethnopluralismus definiert sich erst einmal im Idealbild darin, dass es Völkervielfalt gibt. Also, dass zum Beispiel Italiener, Franzosen und Polen als erkennbare, eigenständige Völker existieren dürfen und dass man deren Eigenheiten und kulturelle Unterschiede erkennt und respektiert. So dass eine erkennbare italienische Kultur auch in 100 Jahren noch existieren kann. Das hat auch erstmal nichts mit Rassismus zu tun. Die radikale Form davon kann in Rassismus münden, wenn es darum geht, Volksgruppen auf- und abzuwerten. Ethnopluralismus als solches aber nicht. Daneben ist diese Art der Souveränität eines Volkes im Übrigen sogar im Völkerrecht definiert. Aber wichtiger, auch diese Aussage von euch hat mit der Botschaft eures eigenen Videos erstmal nur am Rande zu tun. Ihr drückt euch permanent und vehement davor, darüber zu sprechen, ob das, was ihr als Verschwörung deklarieren wollt, im Endresultat stattfindet oder nicht. Daraus leitet sich dann auch die Forderung nach sogenannter Remigration ab. Menschen, die angeblich nicht deutsch genug sind, sollen zurück in ihre Herkunftsländer gebracht werden. Dazu muss man sagen, es geht hier nicht um deutsches Aufenthaltsrecht. Diese Forderung wird unabhängig davon erhoben. Björn Höcke wünschte sich zum Beispiel schon 2018 in seinem Buch ein groß angelegtes Remigrationsprojekt. Und auch hier schraubt ihr ein wenig an dem herum, was eigentlich im Diskurs steht. Könnte ich darauf eingehen, muss ich aber auch erstmal gar nicht. Denn würde ich eurem Video bis hierhin inhaltlich folgen, dann hätte ich Stand jetzt keinen einzigen Anhaltspunkt dafür, dass es überhaupt signifikante gesellschaftliche Veränderungen gibt. Ergo muss ich alle Argumente, die ihr gerade aufzeigen wolltet, als abstrus und irrelevant abtun. Ja gut, es wurde erneut der Ethnopluralismus erwähnt, übergehe ich also. Der wurde dann mit dem Nazi-Regime verflechtet und auch wenn Rassismus als solches natürlich abzulehnen ist, so werden diese Themen künstlich miteinander vermengt und wir immer noch nicht über gesellschaftliche Veränderungen geredet haben. Nun gut. Aber nicht nur der rassistische Anteil, sondern auch die zweite wichtige Komponente des großen Austausches, der Fokus auf Geburtenraten, war während des Nationalsozialismus ein großes Thema und sogar noch früher. Na, das kann ja was werden. Schon nach dem Ersten Weltkrieg hat beispielsweise der Philosoph Oswald Spengler von sinkenden Geburtenraten und von einem Rassenselbstmord gesprochen. Andere haben das auch Volkstod genannt. Den Begriff benutzen Rechtsextreme heute noch. Dazu hat Spengler dann 1918 das Buch Der Untergang des Abendlandes veröffentlicht. Kommt euch das vielleicht ein bisschen bekannt vor? Ganz ähnlich klingt nämlich auch ein anderer sehr bekannter Buchtitel, und zwar der des ehemaligen SPD-Politikers Thilo Sarrazin. Naja, um hier erstmal wieder einzusteigen, benennt doch einfach Zahlen. Es ist doch völlig zweitrangig, wer wo wie Bücher zu dem Thema geschrieben hat. Eine Gesellschaft mit weniger als 2,1 Kindern pro Frau schrumpft. Gerade Deutschland ist aufgrund der Babyboomer-Jahre jetzt nochmal ein Stück stärker davon betroffen. Das BIP, also das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, spricht von einer Geburtenziffer bei Frauen mit Pass der BRD von 1,49, also ohne rechnerisch noch nach dem Migrationshintergrund der Frauen zu schauen. Ausländische Frauen in Deutschland haben eine Geburtenziffer von 2,1. Und dass es bei der Geburtenrate zwischen Frauen mit und ohne Migrationshintergrund rechnerische Unterschiede gibt, kann man zum Beispiel bei der Publikation des BAMF mit dem Namen Generatives Verhalten und Migration sehen, wobei sich die Frage stellt, warum ein Affe wie ich sowas aufarbeiten muss und kein von der Allgemeinheit bezahltes Team des ZDF. 2010 hat er mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab für große Diskussionen gesorgt. Im Buch begründet er angebliche Probleme in der Gesellschaft unter anderem damit, dass deutsche Akademikerinnen zu wenig Kinder bekommen. Auch die, die heute vom großen Austausch sprechen, geben Emanzipation und damit auch Feminismus und Gleichstellung die Schuld. Geburtenrückgänge lassen sich zum Teil auch durch solche Argumente erklären. Gleichstellung und der bessere Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt spielen eine Rolle, aber zum Beispiel auch Verhütungsmittel und die Aufklärung darüber. Frauen haben ein Entscheidungsrecht beim Kinderkriegen und dürfen sich auch bewusst dagegen entscheiden. Es gibt Studien dazu, falsch ist die Aussage also nicht. Und warum bringt ihr überhaupt ein, dass Frauen mitentscheiden dürfen? Ja, dürfen sie, stand aber auch nicht zur Debatte. Beim großen Austausch wird im gleichen Atemzug auch immer wieder von einer überdurchschnittlichen Fruchtbarkeit von Menschen aus muslimisch geprägten Ländern gesprochen. Das hat Sarrazin übrigens auch behauptet. Obwohl der kein klarer Vertreter der Verschwörungserzählung ist, hat er Thesen geprägt, die in das Narrativ aufgenommen wurden.
Ich kann mich nur wiederholen. Benennt doch einfach Daten. Ihr habt vermutlich das sinnloseste Background-Video, was sich mit Fakten und Hintergründen befassen möchte, was es jemals gab. Sarrazin hat in seinem Buch Daten dazu benannt. Aber schauen wir einfach bei der Bundeszentrale für politische Bildung nach, damit mir keiner mit angeblich bösen Quellen kommen kann. Und natürlich verweist auch die Bundeszentrale für politische Bildung darauf, dass bestimmte Herkunfts- und Kulturgruppen eine deutlich höhere Geburtenrate haben. Würde auch kein normaler Mensch außer euch in Frage stellen. Und ich distanziere mich natürlich und zitiere einfach nur. Unter den Frauen mit Migrationshintergrund sind solche aus muslimisch geprägten Ländern etwa doppelt so häufig kinderreich wie solche aus anderen Herkunftsländern. Ja, gut, andere Strohmänner überspringe ich jetzt. Angeblich würden Muslime zu viele Kinder bekommen, die Deutschen dadurch verdrängen und langfristig für einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abschwung sorgen. Da sind wir übrigens wieder beim kulturellen Rassismus. Sarrazin hat davon gesprochen, dass Muslime weniger leistungsfähig und weniger leistungsbereit seien. Und auch Renaud Camus und Akif Perinçe behaupten sowas. Dazu muss man sagen, in der Realität ist es so, dass selbst bei Menschen mit Wurzeln in mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern die durchschnittliche Geburtenrate konstant sinkt. An der Stelle ist also ganz wichtig zu betonen, dass das keine reine Sache von Herkunft oder Religion ist, sondern vor allem von den sozioökonomischen Bedingungen im Land. Dort, wo die Lebensstandards oder das Bildungsniveau hoch sind, sind die Geburtenraten tendenziell auch niedriger. Und auch das ist doch erstmal für das eigentliche Thema unwichtig. Ich habe Zahlen dazu benannt. Und auch wenn sich die Geburtenraten über Generationen angleichen, damit ist nicht gemeint, dass sie gleich werden. Sie sind trotzdem höher. Sie gleichen sich eben nur an. Schauen wir dazu auf ein Beispiel des Max-Planck-Instituts. Die haben geschaut, wie das beispielsweise bei Türkinnen der zweiten Generation aussieht. Auch sie bekommen früher mehr Kinder. Das sei ihnen gegönnt, aber eure Argumentation ist und bleibt mau. So, jetzt haben wir uns die zwei großen Säulen, auf die sich die Legende vom großen Austausch stützt, sehr genau angeschaut. Behauptung zur Migration auf der einen Seite und Behauptung zu Geburtenraten auf der anderen. Nein, lieber Jan, habt ihr nicht. Weder seid ihr bisher auf die Grundlage des ganzen Themas eingegangen, nämlich ob sich die Gesellschaft gravierend verändert oder nicht, noch habt ihr irgendwelche relevanten Zahlen, Daten oder Fakten genannt. Das, was ihr behauptet habt, widerspricht in erschreckender Weise unter anderem den Quellen, die ich hier angebracht habe. Euer Video ist inhaltlich eines der schlimmsten Machwerke, die ich vom ÖRR gesehen habe. Jemals. Dabei ist das euer Beruf. Menschen wie ich machen diesen Quark in der Freizeit. Aber wir erinnern uns, ein Punkt bleibt noch übrig. Der große Austausch soll ja angeblich aktiv gesteuert werden. Von angeblichen Eliten, die als konkrete Feindbilder aufgebaut werden. Schade, ich könnte hier theoretisch schon abbrechen, weil ihr inhaltlich bis dato gar nichts gebracht habt und jetzt vermutlich auch nichts mehr bringen werdet. Außer Dinge als Verschwörung darzustellen, anstelle euch mit dem realen Was, dem Sachstand, der Lebensrealität für diese Menschen hier im Land zu befassen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das Kapitel habe ich jetzt quasi vollständig übersprungen, weil hier nur Argumente genannt werden, die nichts mit der eigentlichen Fragestellung zu tun haben. Also Weltverschwörung und sowas. Spätestens an der Stelle, an der Menschen und Organisationen als vermeintlich Schuldige benannt werden, wird die Gefahr durch die Verschwörungserzählung ganz deutlich. Ach komm Leute, ernsthaft. Jetzt reden wir auf einmal über Terroranschläge. Also die von rechts, was auch sonst. Also der in Utøya, Halle, Christchurch und der Mord an Walter Lübcke. Solche Taten sind ekelhaft. Abzulehnen. Keine Frage. Nur ist das jetzt wirklich euer Argument zum Bevölkerungsaustausch, mit dem ihr punkten wollt? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Wo ihr jetzt bald am Ende eures Videos immer noch keine Silbe damit verschwendet habt, was denn nun der reale Sachstand ist. Und ehrlich, würde ich demgegenüber islamistische Taten in Deutschland benennen, würde das Video Stunden dauern. Würde ich solche Taten aus Europa zusammenzählen, könnte ich eine Videoreihe daraus machen. Für die nächsten Monate. Würde ich das weltweit tun, hätte ich vermutlich bis zu meinem Ableben eine Aufgabe. Aber nein, bereits jetzt habe ich mich wieder dazu verleiten lassen zu akzeptieren, dass euer Video nicht den Kern der Debatte benennt. Ziehen wir mal ein Fazit. Nein, sorry. Auch hier redet ihr weiter über andere Themen, weil sie anscheinend euer einziger Strohhalm dafür sind. Ein Video zu einem Thema zu machen, bei dem ihr den eigentlichen Inhalt dieses Themas gar nicht besprechen wollt. Wenn Menschen bei dem Versuch, einen Sachstand zu erklären, anfechtbare Erklärungen in den Raum werfen, ändert das nichts am Sachstand. Auch nicht, wenn einige politisches Kalkül daraus ziehen wollen. Wenn Eltern feststellen, dass ihre Kinder an den Schulen zur Minderheit geworden sind, möglicherweise die eigene Sprache zur Fremdsprache wird. Wenn Feste aus sozialem Druck umbenannt werden. Wenn die Heimat im eigenen Land schwindet, dann ist das nicht unbedingt eine Verschwörungstheorie, sondern für viele Menschen in zunehmendem Maße eine Realität. Und das werden Menschen aussprechen.
ob ihr wollt oder nicht. Denn es gibt keine Heimat B. Ciao.